wenn jemand hier stirbt, sollte man hier bestattet werden oder kann man, das bedeutet, die Leiche nach Hause schicken? Hängt davon ab. Wenn nach Hause schneller ist und günstiger ist, dann nach Hause. Wenn aber nach Hause teurer ist und dauert länger, dann lieber hier. Und hier haben wir einen Friedhof und wir müssten natürlich vor Jahren dadurch, dass einige Leute, die bei uns gebetet haben, die haben sich beschwert bei Friedhof. Deshalb müssten wir akzeptieren, dass wir Barakallahu fikum, unser Grabfeld teilen. Und ein Teil ist für die Leute, die nur über die Moschee bestattet werden. Die fragen dich, willst du über den Imam? Aber heute sagt jeder Imam, da sagst du über unsere Moschee, dann kommst du zu uns, auf unsere Abteilung. Wenn du sagst, nein, mir egal, dann gehst du in eine andere Abteilung. Und in der anderen Abteilung gibt es verschiedene, dort, die bestattet worden sind. Es gibt auch Leute, ich meine, mit Sicherheit, es gibt Leute dort, die bestattet sind, die sind keine Muslime, mit Sicherheit. Zum Beispiel ein Iraner, der hat den Islam verlassen, ein Eritreer damals hat den Islam verlassen, einer Somali hat Kreuz so immer getragen. Und die haben ihn dort bestattet. Natürlich, wir akzeptieren das nicht. Übrigens, ich will jetzt nicht lange reden, aber die haben mir eine Aufforderung gestellt vom Friedhof. Ich darf nicht mehr sagen, dass die Ahmadiyya Kuffar sind. Ahmadiyya sind Kuffar. Und wenn du zweifelst an ihrem Kuffar, bist du auch. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren.